Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Samuel Live Podcasts. Ich weiß, es war lange Zeit her, bis eine weitere Folge kommt, aber heute ist endlich der Tag, wo wir uns wieder hören, Freunde, und sehen, auf YouTube auch zum anderen. Ja, es geht heute um Suchtprobleme und zwar um Suchtprobleme aller Art. Und ich rede jetzt hier im größten Teil von negativen Suchtproblemen, wie zum Beispiel bei mir vor allem das Suchtproblem Essen, Zucker, Nahrungsaufnahme, Betäubung durch Drogen wie Alkohol oder andere Drogen. Ja, Freunde, ich habe in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass es schwierig ist, das Thema. Sehr, sehr schwierig. Aus dem folgenden Grund, dass das Thema sich immer wieder wiederholt. Und in unterschiedlichen Zeitabständen ist der Kreislauf immer derselbe. Und mir ist aufgefallen, dass viele Menschen diesen Kreislauf einfach immer weiter durchleben, bis sie irgendwann daran kaputt gehen. Weil dieser Kreislauf, der bei Menschen, kommt darauf an, welche Süchte ihr habt. Also wenn ihr jetzt nur ab und zu mal abends eine Zigarette raucht oder so, dann ist es bestimmt nicht schlimm. Aber wenn ihr halt in einem kurzen Zeitzyklus extreme Suchtprobleme habt, wie zum Beispiel extremes Binge-Eating oder dass ihr einen Drang habt, dazu Alkohol zu trinken, jeden Tag zum Beispiel. Ich habe Freunde, die trinken jeden Tag Alkohol. Und mir fällt es eben auf, dass es denen damit, wenn die das als negativ sehen, dieses Suchtproblem Alkohol, dass denen damit sehr, sehr schlecht geht, weil sobald du etwas dir verbietest, will dein Körper es automatisch noch mehr. Und der einzige Weg für mich, den ich gefunden habe, eben mit diesen Suchtproblemen umzugehen, ist, wenn du in eine Sucht verfällst. Das heißt zum Beispiel, wenn du ohne nicht kannst. Sagen wir, du kannst nicht ohne, dass du abends 2, 3, 4, 5 Bierchen trinkst oder irgendein anderes, sagen, dich voll frisst oder was auch immer, kannst du nicht zur Ruhe kommen oder nicht einschlafen oder du kannst gar nicht an nichts anderes denken zum Beispiel. Was mir geholfen hat, ist das Ganze als nicht mehr so wichtig anzusehen. Also das Ganze so als Krise ist, ihr müsst es so sehen, also das Thema Sucht. Ihr wollt etwas unbedingt machen. Ihr wisst, es ist negativ für euch. Es wirkt sich negativ auf euch aus, auf euren jetzigen Zustand, auf eure Zukunft, auf alles, was vor euch liegt, übt sich diese Sucht negativ aus. Was macht ihr? Ihr macht es trotzdem. Ihr macht es fucking trotzdem. Aus dem einzigen Grund, dass dieses Thema Sucht, dieser Zwang, es zu tun, so viel größer ist, als es einfach nicht zu tun. Und dieses Nicht-Tun, das ist wirklich das Schwierige tatsächlich, weil wer kann schon von euch behaupten, dass ihr einfach nichts tun könnt? Also die meisten hängen den ganzen Tag am Handy, ich zum Beispiel unter anderem auch, ziehen nicht den ganzen Tag irgendwelche YouTube-Videos rein, ich zum anderen auch, gucken den ganzen Tag Netflix, ich zum anderen auch, beschäftigen sich mit irgendwelchen Themen, lenken sich ab. Um eben dieser Sucht zu entkommen, einfach nur, wahrscheinlich, ihr entflieht Süchten mit anderen Süchten. Ihr anstatt jeden Abend das zu machen, macht ihr jeden Abend das und das, um euch eben abzulenken. Der Trick dabei ist einfach, das Gleichgewicht zu finden. Weil das diesen Kreislauf gibt und jeder Tag anders ist und an manchen Tagen es schwieriger ist, der Sucht zu widerstehen, ist einfach Fakt. Der wird sich nicht ändern. Der Kreislauf wird gleich bleiben. Was mir geholfen hat, ist, das Ganze halt nicht mehr so wichtig zu betrachten. Also ich habe früher so einen extrem hohen Wert daran gelegt. Zum Beispiel, mein Wort ist Gesetz. Also wenn ich was sage, wenn ich sage, ich mache heute das und das und mache es dann nicht, habe ich mir vorgeworfen, habe ich mir tagelang schlechtes Gewissen angeredet, warum ich denn das und das nicht gemacht habe, obwohl ich mir gesagt habe, mir selber versprochen habe, es zu machen. Und damit habe ich aufgehört. Ich sage ihm immer noch, yo, heute machst du das und das, heute machst du das und das. Und oft, wirklich sehr oft, klappt es nicht. Es klappt einfach nicht. Ich bin dann zu Hause und schaffe nichts. Aber in dem Moment, wo du realisierst, am nächsten Morgen zum Beispiel, fuck, ich habe es gestern nicht geschafft, dann schaltest du einfach um und lebst wieder im Jetzt und fängst an, für heute wieder Pläne zu machen und für heute wieder zu leben und für den jetzigen Moment, Augenblick, dein Tag, dein Leben zu leben, für den jetzigen Moment und nicht für den, was gestern Abend passiert ist oder was gestern tagsüber passiert ist oder was vorgestern passiert ist oder was vor einer Woche passiert ist. Weil die Vergangenheit ist nicht änderbar. Das ist der springende Punkt. Die Vergangenheit ist nicht änderbar. Ihr könnt nichts könnt ihr an ihr ändern. Das Einzige, was ihr ändern könnt, ist den jetzigen Moment. Und mit dem Blick auf die Zukunft, mit dem Blick auf das, was ihr tun könnt, ist das Leben und eure Ziele erreichbar. Und das Leben macht Spaß. Das Leben ist
Vielleicht erfüllt euch sogar das Leben, wenn ihr anfangt, nicht mehr darüber nachzudenken, was in der Vergangenheit geschehen ist, sondern anfangt, darüber nachzudenken, was ihr jetzt tun könnt, was ihr in der Zukunft tun könnt, was noch vor euch liegt und nicht, was bereits hinter euch liegt. Natürlich macht es Spaß, das fällt mir auch oft auf, es macht Spaß, in alten Erinnerungen zu schwelgen, mit Freunden zum Beispiel ab und zu nachzudenken, ach früher, was haben wir alles Schönes gemacht. Und das ist auch nicht schlimm, das mache ich auch. Das macht den jetzigen Moment glücklich, weil ihr euch an einem ruhigen Moment an alte Zeiten einfach erinnert. Und ihr solltet aber nicht an den alten Zeiten festhalten und nichts Neues mehr erleben wollen, weil den Punkt hatte ich bereits, an dem Punkt war ich monatelang, dass ich mir dachte, ich habe alles schon erlebt, was man erleben kann, ich habe alles schon gemacht, was man machen kann, ich habe ich habe das Leben schon durchgespielt quasi, ich habe schon gemacht und damals war ich 18 und habe schon gedacht, ich habe alle Lebenslagen durchlebt und ich brauche nichts mehr, ich will nichts mehr, ich bin depressiv. Und will nichts anderes mehr machen, weil ich eben, das ist auch so ein Ding, Depression. Meiner Meinung nach, Depression, habe ich bei mir zumindest festgestellt, ich rede hier nur von meiner Perspektive, hängt das Ganze ziemlich stark damit zusammen, dass ich mich mit der Vergangenheit beschäftigt habe, die ganze Zeit. Es dreht sich alles nur darum, ich weiß alles besser, ich habe alles schon erlebt, ich bin der intelligenteste Mensch der Welt und alles ist scheiße. Alles ist doof, ich habe alles schon gemacht, warum soll ich es noch machen, warum soll ich heute rausgehen, warum soll ich das machen, warum? Und dieser negative Grundsatz war in meinem Kopf so stark verankert, dass ich einfach sehr lange Zeit keinen Spaß mehr empfunden habe zum Beispiel. Und seit mehreren Monaten, fast schon wieder seit einem Jahr, geht es mir jeden Tag ein Stück besser und ich möchte euch nur zeigen, dass das eben geht. Und es gibt so viele Beispiele, ich spreche wirklich sehr viel mit Bekannten und auch Verwandten darüber und mit denen darüber. Und ich sehe immer noch meine eigenen Charakterzüge mit diesem, ich weiß alles besser, nein, habe ich schon probiert, habe ich schon gemacht. Ich will nichts Neues ausprobieren, ich will nicht aus meiner Komfortzone rausgehen, ich möchte nichts machen. Das sehe ich teilweise so oft auch bei mir selbst noch, das wird niemals weggehen. Das müsst ihr verstehen, alles was ich sage, es gibt keine perfekten Menschen. Ich bin nicht perfekt, es ist keiner perfekt. Wir machen alle das, was wir denken, was das Richtige ist. Wir machen alle das, was wir denken, was der richtige Weg ist. Der Weg, der uns nach vorne bringt. Das machen wir jeden Tag. Aufs Neue. Aufs Neue. Und dann ist wieder der Kreislauf. Dann kommt wieder die Sucht. Ja, von Suchtprobleme. Also, Suchtprobleme, der beste Weg, damit umzugehen, ist aufhören, an die Vergangenheit zu denken, nicht mehr dieselben Lösungen für dieselben Situationen zu erfinden. Weil zum Beispiel, ich mache mal ein ganz banales Beispiel. Ich zum Beispiel habe viel Stress, bin den ganzen Tag unterwegs, arbeite, renne von A nach B, bin gestresst, bin sauer vielleicht, weil ich nichts gegessen habe. Will einfach nur noch schlafen, komme nach Hause, irgendwer meckert mich an, ich werde sauer, mecker ihn an. Dann fresse ich irgendwas in mich rein, weil ich meinen Frust einfach nur abessen möchte zum Beispiel. Und ja, so wiederholt sich dann jeden Tag. Aber was du besser machen kannst, ist, am nächsten Tag, wenn du dieselbe Situation hast, dir einfach mal tagsüber, wenn du merkst schon, ihr merkt es ja auch teilweise, also ich zumindest merke es jetzt mittlerweile, wenn ich tagsüber so gestresst bin und negativ werde, dann darfst du dir eine Auszeit nehmen und dich mal besinnen, was denn gerade jetzt wichtig ist und was du jetzt gerade brauchst, um wieder zufrieden zu sein und wieder weitermachen zu können und nicht dich noch weiter peinigen und den Tag noch negativer zu gestalten, als er sein muss, weil die schönsten Tage sind die, an denen du nicht viel nachdenkst. Ich konnte es früher auch nicht, also ich habe früher mir vieles sehr schwer, meinen Kopf einfach auszuschalten und mittlerweile ist es, ja, fast schon gang und gäbe, dass ich da probiere, so weit wie möglich meinen Kopf eben abzuschalten, einfach nur zu leben und den jetzigen Moment zu genießen, Freunde. Das ist nämlich auch der Abschluss hier. Genießt den jetzigen Moment und wenn ihr in Suchtverhältnisse verfallt, probiert diese nicht mehr an diesen festzuhalten und andere Lösungen zu finden für das Problem, was davor entsteht. Weil immer, bevor es zu der Gönnung von der Sucht kommt, immer kurz davor, ist irgendwas passiert. Es ist irgendwas passiert, warum ihr das macht. Irgendwas ist passiert. Ihr habt eine gestresste Woche gehabt, einen gestressten Tag, ihr habt Stress mit irgendwem. Es geht, meistens sind es negative Einflüsse, die da eben einflussen. Ihr habt Langeweile. Langeweile zum Beispiel. Ihr habt Langeweile. Deswegen macht ihr es. Wenn ihr Langeweile habt, dann macht irgendwas anderes. Schreibt eine Freundin an. Keine Ahnung.
Es gibt tausend Lösungen, Freunde. Und im Endeffekt habe ich keine Ahnung. Die meisten haben keine Ahnung. Fast alle. Ich glaube, fast jeder hat keine Ahnung. Aber wir probieren alles Beste daraus zu machen, Freunde. Ich bin Samuel Lüft. Dankeschön fürs Anhören. Das war jetzt, glaube ich, die 20. Folge des Samuel Lüft Podcasts. Ich hoffe, ich mache bald wieder weitere Folgen und eventuell wieder mit Gästen hier. Habe ich wieder richtig Bock drauf, muss ich ehrlicherweise sagen. Lange nicht mehr, mich so gut drauf gefreut. Also, Freunde, haut da rein. Danke fürs Anhören und Zuschauen hier auf YouTube. Bis dann. Samuel Lüft ist out of lifting. Ciao, ciao.